Die Zivile, die nicht gut ist, aus hier fällt keiner. Na, lernen Sie sich auch mal kennen. Ja, Leute, die furchtbar wichtig aussehen. Mhm. Politis. Ja. Security. Königliche Hoheiten, Exzellenzen, sehr geehrte Frau Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses, Herr Regierender Bürgermeister, liebe Vertreter der Opferverbände, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Jugendliche aus nah und fern, liebe Gäste, ganz herzlich willkommen in der Gedenkstätte Berliner Mauer, wo wir auch in diesem so schwierigen und unglaublich fordernden Jahr an die beste Botschaft erinnern, die Deutschland mutigen Bürgerinnen und Bürgern der DDR zu verdanken hat. Wir erinnern an die friedliche Überwindung der Berliner Mauer und an den gewaltlosen Sturz der SED-Diktatur. Dear all, a very warm welcome to all of you. It's wonderful to have you here. Herzlich willkommen and bienvenue à tous. An die internationale Dimension des Mauersturzes zu erinnern, ist uns in diesem Jahr erneut ein besonderes Anliegen, gerade weil wir erfreulicherweise wieder so viele internationale Gäste bei uns haben, für die die Solidarität bei der Verteidigung der westlichen Freiheitswerte so wichtig ist. Es sind diese Freiheitswerte, für die die mutigen Menschen in der DDR vor 34 Jahren auf die Straße gingen und die heute mehr denn je bedroht, angegriffen oder anderswo vermeintlich nur in Frage gestellt werden. Diese Werte müssen wir verteidigen. Bei der Abwehr des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und also bei der Unterstützung der Verteidigung der Freiheit dort, wie auch durch die uneingeschränkte Solidarität mit Israel und der Durchsetzung humanitärer Hilfe im Gazastreifen. Wir hier können an die Freiheit erinnern und in Freiheit daran erinnern, dass mutige Menschen vor dem Hintergrund weltpolitisch günstiger Konstellationen Diktatur und Mauer im Herbst 89 zum Einsturz brachten.
an die Freiheitssehnsucht der Menschen von damals zu erinnern, verpflichtet uns, Verantwortung zu übernehmen, Toleranz zu leben, Demokratie und Menschenrechte zu verteidigen und den Traum von einem friedlichen Miteinander unermüdlich zu befördern. Gerade an diesem Tag aber, der mit Blick auf den friedlichen Mauersturz vor 34 Jahren ein riesiger Freudentag ist, will ich angesichts der Bedrohung jüdischen Lebens auch hier in Deutschland an den 9. November 1938 und die Menschheitsverbrechen während der Reichspogromnacht und danach erinnern. Auch 85 Jahre danach bleibt die Erinnerung für uns Deutsche untrennbar mit dem Datum des 9. November verbunden. Das nie wieder ist heute. Deshalb ist es für uns alle unerträglich, dass Juden und Jüdinnen in Deutschland wieder in Angst leben müssen. Wie lebendiges Eintreten aber für Solidarität aussehen kann, zeigt die erfolgreiche, Jahrzehnte währende deutsch-norwegische Zusammenarbeit für Demokratie und Menschenrechte. Ich bin sehr dankbar, dass wir heute von ihren königlichen Hoheiten, dem norwegischen Kronprinzenpaar, besucht werden, denn auch dieser Besuch steht für die internationale Zusammenarbeit, für unsere Wertegemeinschaft. Danke, dass Sie an diesem für uns so wichtigen Freudentag bei uns sind. Seien Sie uns ganz herzlich willkommen. Abschließend will ich all denjenigen danken, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, und ganz herzlich Ihnen allen, dass Sie auch in diesem Jahr uns dabei unterstützen, die Erinnerung mit Leben zu füllen und dem Wunsch nach Freiheit ein Gesicht zu geben. Herr Regierender Bürgermeister, ich bitte Sie um Ihr Wort. Königliche Hoheiten, Exzellenzen, liebe Frau Parlamentspräsidentin, liebe Abgeordnete aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, dem Deutschen Bundestag, lieber Herr Klausmeier, liebe Frau Neubart, liebe Jugendliche aus Berlin, aus Norwegen, aus Frankreich, von überall her, meine Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen. Es ist mir heute wirklich eine große Ehre und auch große Freude, vor Ihnen zu stehen und am 9. November zu Ihnen zu sprechen. Der 9. November symbolisiert in unserem Land wie kein anderer Tag die Freude und das Glück auf der einen Seite, wenn wir an den 9. November 1989 denken, aber er symbolisiert und steht auch für Unmenschlichkeit und Gräueltaten, wenn wir an den 9. November vor 85 Jahren denken. Und das zeigt einmal mehr, wie beeindruckend unsere Geschichte ist, mit wie viel Brüchen unsere Geschichte auch behaftet ist. Und umso wichtiger ist es, dass wir an solchen Tagen an unsere Geschichte erinnern. Denn dass wir heute in einem freien Land leben, dass wir heute in einer geeinten Stadt leben dürfen, ohne Mauer, ohne Stacheldraht, ohne Zuchthäuser aus politischen Motiven, das verdanken wir in der Tat den Menschen, die 89 auf die Straßen gegangen sind, die für Freiheit und Demokratie eingetreten sind, dass wir auch in einem vereinten Deutschland, einem vereinten Europa leben dürfen. Auch das verdanken wir diesen Menschen. Und deswegen verneige ich mich vor den mutigen Männern und Frauen, die 1989 auf die Straße gegangen sind, die gegen Diktatur und Willkür aufgestanden sind, die für Freiheit und Einheit eingetreten sind. Dass die junge Generation heute gar nicht mehr so genau weiß, wo die Mauer eigentlich verlief. Dass die junge Generation heute gar nicht mehr so genau weiß, welch Schrecken diese Mauer gebracht hat, wie viel Tote sie erzeugt hat. Menschen, die einfach nur von einem Stadtbezirk in den anderen Stadtbezirk wollten.
Die wurden erschossen. Sie verloren ihr Leben. Viele, die nicht ihr Leben verloren, sind in Zuchthäuser gekommen, wurden gedemütigt. Teilweise mussten sie Zwangsarbeit leisten. Ein echtes Unrechtsregime, was 1989 überwunden wurde. Und meine Damen und Herren, ich glaube, es ist unsere große Verantwortung, gerade die Verantwortung der nachfolgenden Generation, diese Erinnerung, diese Geschichte den jungen Menschen mitzugeben. Denn Herr Klausmeier hat es gesagt, gerade in diesen Tagen erleben wir doch ganz aktuell, dass Demokratie, Freiheit, ja auch Frieden nichts Selbstverständliches sind. Dass es sich lohnt, für Freiheit, für Demokratie auf die Straßen zu gehen, immer wieder dafür einzutreten. Ja, der Mauerfall hat lange gedauert. Die Stadt war viel zu lange geteilt. Diktatur herrschte viel zu lange einer Seite unseres Landes. Aber meine Damen und Herren, der 9. November 1989 zeigt auch, dass Mut sich lohnt. Dass am Ende die Freiheit und die Demokratie siegt. Dass Freiheit und Demokratie stärker sind als Willkür und Diktatur. Und das stimmt mich optimistisch für die Zukunft. Gerade an so einem Tag wie den 9. November 1989 stehen wir an der Seite der Menschen, die auch in diesen Tagen für Freiheit und Selbstständigkeit antreten. Wir stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine, meine Damen und Herren. Und gerade in diesen Tagen, nach dem 7. Oktober diesen Jahres, stehen wir auch an der Seite Israels. Und ich will das an dieser Stelle auch sagen. Es ist für mich unerträglich, dass auf unseren Straßen Antisemitismus, Israelfeindlichkeit und Judenhass stattfinden. Das dürfen wir nie wieder zulassen. Jüdinnen und Juden dürfen keine Angst haben, meine Damen und Herren. Wir müssen sie schützen. Sie sind nicht allein. Nie wieder ist jetzt. Aber der 9. November 1989 ist ein Tag des Glücks und der Freude. Deswegen sollten wir diesen Tag auch wertschätzen. Das, was er uns gebracht hat. Nämlich Einheit, Freiheit und Demokratie. Und lassen Sie uns gemeinsam alles tun, dass wir aus dieser Geschichte lernen und Diktatur in unserem Land nie wieder zulassen, meine Damen und Herren. Das schulden wir den Opfern der DDR-Diktatur. Aber das ist doch unsere Verantwortung für die jungen Menschen, die nie wieder in einem geteilten Land leben sollen und die auch nie wieder in einer Diktatur leben müssen. Von daher freue ich mich, lieber Herr Klausmeier, für Ihr Engagement. Ich danke den Opferverbänden für Ihr Engagement, dass wir nicht zulassen werden, dass dieser Teil unserer Geschichte jemals vergessen wird. Und ich verneige mich vor den Opfern der Berliner Mauer. Herzlichen Dank. Liebe Freiheitsfreunde, gestatten Sie, dass ich Sie alle, die Sie ja schon begrüßt worden sind, so mit diesem Ehrentitel anspreche. Schon vom 9. November 1989 an steht dieser Tag, wie Sie es auch schon gesagt haben, in der Spannung zwischen dem Jubel über den Mauerfall und der Trauer über das Novemberpogrom von 1938. Und in diesem Jahr kämpfen, glaube ich, Verzweiflung und Hoffnung mehr denn je in uns. Mauern tragen in sich immer das, was die Menschen mit ihnen verbinden. Sie tragen vor allem in sich die Absichten der Erbauer.
Und sie tragen in sich die Ereignisse, die an ihnen stattfinden. Da gibt es Erfahrungen von Trennung und von Verbindung, von Sicherheit und Tod, von Geborgenheit und Ausgrenzung, Erfahrung von Undurchdringlichkeit und von offenen Türen. Bei all dem, Mauern sind Menschenwerk. Sie sind immer der Versuch, einem Status Dauer zu verleihen, und das wird immer vergeblich sein. Diese Mauer hier steht heute gegen die Absichten ihrer Erbauer. Diese Mauer hier sperrt niemanden mehr ein. An ihr wird nicht mehr gemordet. Sie ist zu einem Symbol dafür geworden, dass scheinbar Unveränderliches umstürzen und sich grundlegend verändern kann. Hier wird heute das Leben gefeiert und das Recht und die Freiheit. Und Menschen vieler Nationen verbinden sich heute hier. Deswegen sollen wir gerade heute diese Gedenkstätte ein Ort der Hoffnung sein. Hoffnung, wo so vieles eher zum Verzweifeln ist. Terror und das schreckliche Pogrom in Israel, 85 Jahre danach. Das palästinensische Volk unter der Terrorherrschaft der Hamas. Die Vertreibung der Armenier aus Aserbaidschan. Noch immer der unverminderte Angriffskrieg gegen die Ukraine. Terror in Mali, in Nigeria. Und was wird aus Taiwan? Dabei hätte die Menschheit große Aufgaben, andere Aufgaben, um diese Erde zu bewahren und für alle Menschen lebenswert zu halten. Und auch in unserem Land, leider ist es so, sind wieder die Freiheitsverächter auf dem Vormarsch. Rainer Kunze hat einmal über sie geschrieben, über diese Freiheitsverächter. Erst fassen sie Fuß, dann nach den Köpfen. Hindert sie die Schwelle, kehren sie die Reihenfolge um. Können wir die Herzen und Sinne für Freiheit und Demokratie, für Leben und Liebe offen halten? Oder können wir sie wieder gewinnen? In diesem Jahr denke ich auch an eine andere Mauer. Die Jerusalemer Klagemauer, Hakotel Hamaravi. Sie ist Teil des jüdischen Tempels. Sie ist der wichtigste Ort des Gebetes für die Juden. Seit 3000 Jahren wird da gebetet: Herr, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Gerade jetzt kommen besonders viele Menschen dorthin. Ja, ganz sicher sind es viele, viele Klagen, die an diese Mauer getragen werden. Und doch ist schon der Gang an die Mauer ein Gang der Hoffnung, ein Ausdruck der Hoffnung, dass es Veränderung zum Guten geben kann. Unsere jüdischen Geschwister beten dort, wie schon vor 3000 Jahren: Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Dass ihr Gebet nicht vergessen werde, stecken viele der Beter Zettel mit ihrem Anliegen in die Ritzen der Klagemauer. Wenn wir nachher die Blumen in die Ritzen dieser Mauer stecken, dann denken sie an die Gebetszettel unserer Geschwister. Geben Sie mit jeder Blume einen guten Wunsch für einen Menschen in Israel und in Palästina,
eine Sehnsucht nach Frieden und, wenn Sie können und mögen, ein Gebet in diese Mauer. Es wird unsere Welt verändern. Ich danke Ihnen. Governing Mayor of Berlin, Speaker of the Berlin House of Representatives, Excellencies, Professor Klaus Meyer, ladies and gentlemen, dear all of you young people who are with us here today. Der Kronprinz und ich sind tief beeindruckt, heute hier an der Gedenkstätte der Berliner Mauer zu sein. Der Mauer, die vor genau 34 Jahren fiel. We were 16 years old. The Crown Prince lived in Oslo, I in Kristiansand. We gathered in front of the TV with our classmates at school. And like thousands of people around Europe, we knew we were part of a historic moment in time. With a sense of disbelief and collective victory, we watched the images of people dancing on top of the wall. This number one symbol of oppression and separation. We will never forget the TV footage of thousands of people streaming across the border between what until then had been two separate worlds. People laughed, they cried, and they hugged each other. There were very strong feelings, and we, young people in Norway and around the world, share those feelings and this profound moment in history with them, with you. Freedom had triumphed. Democracy had triumphed. We felt a strong sense of hope and optimism that a better world was possible. That was the feeling of those November days 34 years ago. Fortunately, the Berlin Wall is now history. Following a peaceful revolution, Germany was reunified as one country. And today, Germany is a guarantor of peace and freedom in Europe. We admire Germany's willingness and ability to confront the past, to foster reconciliation on behalf of the European and global community. It was not a given that Germany would take on this role, and it has not always been easy, but you have succeeded, and we thank you for that. Here at the Berlin Wall Memorial, we remember with deep gratitude the many individuals who had the courage to stand up and fight for freedom on behalf of all of us, both here in Germany and around the world. But what is a wall? Walls are physical structures, but they can also be built inside of us. They can be built of concrete, glass, or metal. They can also be built of intolerance, lies, and hostility. Walls are created in the space between them and us. They are built on a foundation of past wounds and inherited conflicts, of a lack of willingness to accept the perspective of others. But as human beings equipped with free will, we always have a choice. We can choose to build walls, and we can choose to tear them down. On this particular day here in Berlin,
We also commemorate the November pogroms on November 9, 1938. We will continue to remember and never forget the unbearable suffering of the Jews during the Second World War. Once again, we have wars going on in our neighborhood. We are devastated by the human suffering in Ukraine and in the Middle East. But we must not give up hope in the power of the human will to resolve conflicts and tear down barriers. Standing here by the wall memorial today, we are reminded that the German people did just that, and that gives us hope. The fall of the Berlin Wall ushered in a new period of optimism. It was the start of a move towards greater freedom and democracy across large parts of the world. Even if the world didn't develop the way we hoped for during those optimistic November days in 1989, the legacy of that moment lives on. It is more important than ever to keep it alive. Many of you here today, young people from Germany, France, and Norway, are about the same age as the Crown Prince and I were when we followed the historic events 35 years ago. I encourage you and all of us to hope. Because even when things are difficult and the future looks bleak, it is important to remember that we create the future. We all create the future together. So we need to continue to tear down walls. Because at our best, we realize there is no them and us. There is only we. Thank you. Hello, my name is Maren. I'm from Rakstad Ungdomsskole in Norway. For 36 Jahren stand der damalige amerikanische Präsident Ronald Reagan am Brandenburger Tor und hielt eine Rede an die Welt. Es war genau dort, wo die Branden wurde sprang. Herr Gorbatschow reißen sie die Mauer ein. Aber es war nicht Gorbatschow, der die Mauer einriss, und es war nicht Reagan. Es war die mutigen Menschen. Um die Welt zu etwas Besseren zu machen, braucht man Mut. Mut der einfachen Bevölkerung. Der gleiche Mut, den all die Menschen gezeigt haben, die an diesem Tag da waren und die Mauer einrissen. An der East Side Galerie auf den Resten der Mauer steht geschrieben: Viele kleine Leute, die in vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt finden. Lasst uns die Welt finden. Hello, I'm Selma from Markerskole in Norway. Den 9. november 1989 samlet en menneskemengde seg ved muren, fylt av en sterk vilje om å overvinne det ugjennomtrengelige skillet som hadde eksistert i 28 år. Denne historiske natten ga uttrykk for et felles ønske om frihet og samhold som overgikk et hvert forsøk på undertrykkelse. Deres mot og besluttsomhet var en inspirasjon for mennesker over hele verden. Det var et øyeblikk som beviser at mennesker kan overvinne selv de mest ugjennomtrengelige barrierer når de står sammen for å kreve rettferdighet og frihet. Berlinmurens fall er en påminnelse om den dype lengselen etter frihet og samhold som ligger i menneskets natur. Det er en hyllest til menneskelig mot og seier over undertrykkelse,
Och det minner oss om att själv I de mörkaste ögonblicken av historien kan lyset till slut bryta igenom. Hello, my name is Mina and I come from Lillesand Ungdomsskole in Norway. Dear everyone, courage is not just a word, it is an action. An attitude that we begin to learn from the moment we muster the courage to take our first steps and venture into the world. Today, we are standing on a historic site where its residents fought for a life we often take for granted today. Berlin, a city divided in two, a reflection of a divided Europe. Today, we commemorate the 34th anniversary of the fall of the Berlin Wall, an iconic symbol of oppression and separation. Berlin, today, stands as a symbol of courtesy and unity. Ich bin ein Berliner are the words that signify the courage of this city. Courage is the force that contributed to the fall of the Berlin Wall. It was courage of those 5,000 who managed to escape from east to west. It was courage of those who risked everything, even their lives, for freedom. The world is full of similar examples of people fighting against oppression and for freedom. The fall of the Berlin Wall reminds us of the consequences of division and oppression. But it also reminds us of the strength of the human will, the courage to break down such barriers. Let us honor those who displayed courage, those who ventured into the world unknown for freedom, and those who daily take their first steps into the world. Let us learn from history and strive for a world where such walls will never rise again. We can all be Berliners in our struggle for freedom and unity. Thank you so much. Hello, my name is Alexandre and I come from Marcel Roloff in France. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de participer aujourd'hui à cette cérémonie commémorative. Prendre la parole en ce lieu de mémoire si particulier et représenter devant vous, non pas uniquement notre lycée, notre ville de Strasbourg, notre région, mais la France est pour nous un grand honneur. Hello, my name is Valmir and I'm also from Strasbourg in France. Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage, disait Périclès. Nous avons demandé aux quelques élèves participant au voyage quelle serait leur propre définition du mot courage. Voici quelques-unes de leurs réponses. Le courage, c'est parler. Parler des problèmes de notre société, de nos problèmes, des problèmes des autres. Le courage, c'est surmonter ses peurs. C'est prendre sur soi pour aller au-delà de soi. Le courage, c'est quitter sa zone de confort, c'est tenter l'aventure. Hello, I'm Maëlle from Strasbourg, from the lycée Marcel Roloff. Avoir du courage, c'est agir malgré les difficultés, malgré les épreuves à surmonter. Le courage n'est pas un don, ce n'est pas inné. C'est quelque chose que l'on forge, que l'on construit et que l'on développe auprès de ses parents, de ses amis et de ses professeurs. Le courage n'est pas le contraire de la peur. C'est agir malgré sa peur. Hello, I'm Luc Farrell from the high school Marcel Roloff in France. Le courage, c'est ne pas renoncer à ses rêves. Le courage, c'est faire ce qui nous semble être juste. Le courage, c'est agir pour ne pas subir. Il en a fallu du courage, du cœur, puisqu'en français le mot courage vient du mot cœur, de la force d'âme aux Berlinois de l'Est pour oser braver les policiers du frontière le soir du 9 novembre 1989. Il en faut du courage aujourd'hui aux peuples opprimés, broyés, écrasés par le totalitarisme pour continuer à survivre, à espérer et à défendre les valeurs humanistes.
nous voyons beaucoup trop de gens définir leur propre identité dans une opposition aux autres cultures. Nous voyons de nouveaux murs en construction, des murs physiques et mentaux qui nous divisent et fragilisent nos valeurs communes fondées sur des droits humains. Mais ne nous résignons pas. Restons debout et affirmons, comme le grand écrivain français Laurent Godet, nous voulons que l'Europe soit à nouveau, pour le monde entier, le visage lumineux de l'audace, de l'esprit et de la liberté. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'm Lenny Viljanen from Finland. I go to the Finnish high school in a small town of Orivesi. At the beginning of 1989, this wall here was about to collapse. Many East Germans didn't know it yet, but it really was. The threat of war was decreasing. The iron fist of communism was slowly losing its grip from the Eastern Europe. There was still a dream about better living conditions and hope about liberty and freedom. Few brave martyrs still dared to try achieve liberty. One of those was Chris Geoffroy. He was actually the last person who tried to escape and got shot. He tried escaping with his friend, and also he got shot here. After a few months, they could have crossed the wall safely. Stories like this may teach us how bad things can get when people are separated from each other and their freedoms are taken off. Thank you very much. God bless everyone. Hallo, mein Name ist Johann von der Ernst-Reuter-Schule. Der 9. November ist ein bedeutsamer Tag. Am 9. November 1918 verkündet Philipp Scheidemann die erste deutsche Republik. Genau 20 Jahre später begehen die SS und SA unbeschreibliche Gräueltaten an jüdischen MitbürgerInnen. Und am 9.11.89 fällt die Berliner Mauer. An diesem Tag kämpfen wir für die Freiheit, Menschlichkeit und Demokratie. Für diese Werte zu kämpfen und einzustehen, war wichtig in 1918, 38, 89, genauso wie heute. Die jüngsten politischen Geschehnisse erinnern uns an die Notwendigkeit, zusammenzustehen gegen Hass, Gewalt und Unterdrückung. Dieser 9. November mahnt uns, kritisch zu hinterfragen und uns auf Menschlichkeit zu berufen. Danke.